John Wick ist wie diese eine Maus hier. Also ich meine diese hier. Und ob John Wick nun in Kapitel 4 seiner Reihe endlich platt gemacht wird, das verrate ich euch natürlich nicht, sondern ob dieser Film was taugt. Und damit herzlich willkommen auf Your Watchlist. Für zahlreiche Zuschauer zählt die John Wick Filmreihe zu den herausragendsten Actionfilmreihen aller Zeiten. Die Filme zeichnen sich durch eine durchdachte Optik, perfekt inszenierte Action-Szenen und eine kompromisslose Herangehensweise aus, die von einem sympathischen Hauptdarsteller verkörpert wird und in eine faszinierende Subkultur von Profikillern eingebettet ist. Und auch diesmal bekommen wir genau das. Keanu Reeves ist zurück und muss es mal wieder mit der hohen Kammer und der halben Welt aufnehmen. Halt so der typische Alltag bei John Wick. Jeder braucht halt so seine Hobbys. Nur mit dem Hund Gassi zu gehen wäre ja auch ein bisschen langweilig. Dabei erhält er Hilfe von einigen Freunden und wird wiederum von anderen ehemaligen Freunden gejagt. Dabei stellt sich natürlich die Frage, wem kann ich da eigentlich vertrauen? Was definitiv für Spannung sorgt. Die John Wick Filme sind weniger für Zuschauer geeignet, die sich vor allem an einer nachvollziehbaren Handlung orientieren. Stattdessen sollte man sich von diesem Hang zur Logik befreien und das Erlebnis einfach genießen. Die Filme sind optisch beeindruckend und dürfen daher ruhig übertrieben, hyperstilisiert oder sogar verrückt sein. Wie so auf der Duld mit 4 Promille. Wir befinden uns bei John Wick schließlich nicht in einem Buchclub, sondern im Kino und wollen große, im besten Fall überwältigende Bilder sehen und keine 80-seitige Dissertation drüber schreiben. Naja, außer vielleicht Wolfgang Schmidt. Diese Leute schauen nur, aber sehen nicht. John Wick Kapitel 4 ist ein Film voller Bewegung und Kinetik, der durch mitreißende Dynamik besticht. Die Action ist beeindruckend, dagegen sind selbst die Transformers nur Oldtimer. Die Charaktere mögen zwar stereotypisch sein, aber ihre Simplizität macht sie zugleich zu ikonischen Figuren. Selbst bekannte Gesichter wie der stets charismatische Lawrence Fishburne oder der leider kürzlich verstorbene Lance Reddick verleihen dem Film einen Charme, den die Reihe seit dem ersten Teil etwas eingebüßt hat. Obwohl die Laufzeit von 2 Stunden und 49 Minuten für die relativ einfache Handlung des Actionfilms eigentlich absurd lang ist, wird es nie langweilig. Der Film führt nach Paris, in die Wüste, es geht nach Japan und Berlin und natürlich nach New York. Mehr Flugmeilen sammeln nur die letzte Generation Mitglieder nach Bali. Überall muss sich John Wick seinen Weg erkämpfen. In Japan kämpft er mit einem Katana, in der Wüste reitet er auf einem Pferd und feuert seine Waffe ab. Und dann setzt er wieder seine Fäuste ein, sodass Rocky einfach nur stolz werde. Es gibt viel zu sehen und zu erleben in diesem Action-Freizeitpark. Die ausladenden Action-Sequenzen und die Dialoge über die Hintergründe von John Wicks Reisen in die verschiedenen Städte sowie die Bedeutung von Symbolen in der Geheimwelt der Assassinen bilden eine stimmige Mischung. Wer die vorherigen Filme nicht kennt, wird jedoch möglicherweise Schwierigkeiten haben, der Handlung zu folgen und versteht oft nur Bahnhof. Einige könnten nun natürlich argumentieren, dass der Film zu viele repetitive Actionsequenzen enthält. Wenn Wick zum gefühlt hunderttausendsten Mal einen Angreifer erschießt oder auf eine andere Weise ihm einen außer Gefecht setzt, es ist auch bereits etabliert, dass er eine sehr cartoonartige Figur ist, der nahezu unbesiegbar scheint. Egal ob John Wick aus einem hohen Gebäude stürzt oder mehrfach von Autos angefahren wird, er steht immer wieder auf und kämpft weiter. Dennoch findet der Regisseur immer wieder einen Dreh, das Bekannte auf eine neue Art und Weise spektakulär zu inszenieren. Einfach jeder Moment, von der vermeintlich simplen Dialogszene bis zum großen Actionfeuerwerk, sieht schlichtweg super geil aus. Das Motto für diesen Film ist einfach Hirn raus, Popcorn in den Rachen, Popcorn anschließend nicht verschlucken und sich einfach mal fallen lassen in dieser Action-Achterbahn ohne Sicherheitsbügel. John Wick 4 ist größer, böser, mutiger, länger und mit mehr spektakulären Setpieces ausgestattet, als es ein Film überhaupt bewältigen kann. Und da sehe ich dann auch sehr gerne über diese Redundanzen hinweg. Der konsequente Fokus auf den eigenen Stil ist maßgeblich dafür verantwortlich, dass die John Wick-Reihe auch nach diesem brutalen und ungewöhnlich langen Teil das beste Hardcore-Action-Franchise unserer Zeit bleibt. Teil 4 präsentiert sich in nahezu jeder Hinsicht als audiovisueller Gaumenschmaus und ist überraschenderweise der stärkste Beitrag zur Reihe seit Teil 1. Dieser Film weiß genau, was er sein will. Da sollte er unbedingt auf Your Watchlist stehen.